Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu OzzogOD zum neuen Video. Ich begrüße euch mal wieder ganz herzlich bei mir auf dem Kanal zu einem weiteren Hearthstone-Karten-Review zur neuen Erweiterung Gespaltenem Altaraktal. Wir haben das Ganze ja bereits schon im Livestream bewertet und in diesem Video seht ihr die nächste Klasse aus dem Karten-Review. Falls ihr einen der älteren Karten-Reviews verpasst habt, dann schaut gerne mal hier. Ja, da oben hin, da gibt es eine Verlinkung zu allen weiteren Kartenreviews zu Hearthstone und natürlich zu meinen Gameplay-Contents. Falls ihr noch keine Abonnenten seid, lasst gerne ein Abonnement kostenfrei hier unten auf dem Kanal da und dann verpasst ihr keine weiteren Folgen. Und wenn ihr mal im Livestream selber dabei sein wollt und dem Spektakel beiwohnen wollt, dann www.twitch.tv/ozzogod und ihr verpasst keine weiteren Livestreams von mir. Und dann springen wir auch direkt ins Review rein. So, wir schauen uns jetzt noch die neutralen Karten an von ja, Gespaltenem Brachland. Es sind ganz, ganz viele Karten. Es sind insgesamt über, ja, wie viel sind es? 6, 12, 18, 24, 30, 34 neue Karten. Die sind auch gelistet von oben nach unten. Wir gehen die jetzt natürlich nacheinander Stück für Stück durch und schauen die uns an und werden die jetzt auch noch einzeln bewerten. Das kann natürlich jetzt ein bisschen dauern. Also ja, holt euch einen Kaffee, holt euch was zu trinken, damit wir die auch noch anschauen können. Wir gehen wieder natürlich der Reihenfolge von niedrigstem Mana bis höchstes Mana durch und schauen uns die an. Ja, wir fangen an mit dem Eisenschacht-Minentrog. Ein Mana, 1, 2 an Stats. Ruft eine Kopie dieses Dieners herbei, nachdem euer Gegner einen Zauber gewirkt hat. Ja, sehr, sehr coole Karte. Wirkt sich gut zum Countern der ganzen Zauberer-Decks aus, die es aktuell gibt. Auch die Meta-Decks, zum Beispiel der Questjäger oder auch der Questmagier, wird dadurch komplett gecountert, kostet ein Mana. Sollte man die Kreatur sogar auf der Hand noch verstärkt haben, als Paladin oder als Krieger zum Beispiel, dann kann es ganz schnell sein, dass der Gegner, wenn er Zauber wirkt, einem ein Feld voller Eisenschacht-Minentrogs rauswirft. Übelst krass. Sehr, sehr gut. Kriegt 5 Sterne von mir. Ist eine super Karte. Kann man gut ins Spiel bringen und ist sehr, sehr stark. Dann die Gnomengefreite. Ein Mana, 1-3 an Stats. Ehrenhafter Sieg, erhält plus 2 Angriff. Ja, sehe ich als nicht so ganz so gut an. Es gibt andere Ein-Mana-Karten, die besser sind. Der ehrenhafte Sieg heißt, ich muss auch genau einen Schaden auf einen Diener machen, damit er überlebt. Das heißt, der tötet jetzt einen Diener mit einem Lebenspunkt. Die meisten Ein-Mana-Diener haben ja einen Lebenspunkt und zwei Angriff. Oder halt 1-1 und dann bleibt der halt als 3-2er übrig auf dem Feld. Ja, weiß ich nicht, kann man nicht so gut ins Spiel bringen. Kriegt von mir an dieser Stelle nur 2 Sterne. Dann geht's weiter mit Ivus, dem Waldlord. Eine legendäre Karte. Kampfschrei verbraucht euer restliches Mana. Erhält für jedes so verbrauchte Mana zufällig 2-2 Eifer, Gottesschild oder Spott. Oha! Das heißt, wenn ich den ins Spiel bringe mit einem Mana und ich habe noch 6 Mana übrig, dann bekommt der 12-12 an Stats und bekommt für jedes verbrauchte Mana zufällig entweder Eifer, Gottesschild oder Spott oder plus 2-2. Das heißt, bei 6 Mana ausgespielt, 5 Mana, kriegt er auf jeden Fall alle drei anderen Effekte. Ich weiß nicht, ob er doppelt Gottesschild oder doppelt Spott bekommen kann. Dann ist es ein 5-5er mit Eifer, Gottesschild, Spott. Coole Karte, kann man in jedes Deck mit unterbringen, wenn man halt eine hohe Kreatur mit diesen Effekten braucht. Finde ich cool, sehr, sehr geil. Kriegt 4 Sterne von mir. Dann geht's weiter. Fenrich, ehrenhafter Sieg, verleiht euren anderen Dienern Gottesschild. Ultra geile Karte, ist dauerhaft aktiv auf dem Feld. Wenn der einen Angriff überlebt, kriegen alle anderen Diener Gottesschild. Wenn der zwei ehrenhafte Siege hat, sogar zweimal Gottesschild für alle anderen. Ultra nice. Ja, sollte man vielleicht im Handbuff Paladin mit drin haben. 2-3 an Stats, Standard-Stats für eine 2-Mana-Karte. Auf jeden Fall gut einsetzbar, kriegt von mir 4 Sterne. Dann geht's weiter, hinterhältige Speerin, Verstohlenheit, ehrenhafter Sieg, eure nächste Heldenfähigkeit kostet 0. Ja, ist eine Ersatzkarte für den, ja, für diesen 1-1er Goblin-Auktionator, den man aufs Feld rufen kann. Der macht auch, dass die nächste Heldenfähigkeit, ja, 0 kostet. Bei Kampfschrei, wenn ich mit dem hier, ja, zwei Diener töte, die einen Lebenspunkt haben, aber einen Angriffspunkt haben, aber drei Lebenspunkte, kann ich das zweimal verwenden. Ist damit sogar besser. Denke ich, wird an einigen Stellen andere Karten ersetzen. Kriegt von mir an dieser Stelle 4 Sterne. Dann haben wir als nächstes die lauernde Schurkin. Verstohlenheit greift feindliche Diener an, nachdem sie ausgespielt wurden. Ja, das ist, weiß ich nicht. Die hat zu wenig Lebenspunkte. Die stirbt. Die kann ich zwar bei 2 Mana aufs Feld rufen, dann ruft der Gegner einen Diener aufs Feld, der, ja,
2-2 hat und dann ist er tot. Bringt mir gar nichts. Verstohlenheit, wenn der Gegner keinen Diener ausspielt, habe ich in der Verstohlenheit 4-2er-Karte, mit der ich den Gegner einmal angreifen kann. Greife ich danach an, wird sie mit dem Zauber geklärt. Keine gute Karte. Selbst beim Handbuff Paladin oder beim Handbuff Vori sehe ich die als nicht spielbar an. Selbst mit dem hohen Schaden macht sie keinen Sinn. Kriegt an dieser Stelle von mir nur einen Stern. Dann geht's weiter mit der nächsten 2-Mana-Karte. Sturmlanzenrüstmeister verleiht einem zufälligen Diener auf eurer Hand 1-1, nachdem ihr einen Zauber gewirkt habt. Dauerhafter Effekt, ist aufs Spiel gerufen, verursacht sozusagen dann bei meinen Dienern mehr Bonus auf der Hand, übergut. Wenn er nicht geklärt wird, kann ich mehrere Zauber ausspielen. Sehr, sehr stark, sehr, sehr cool. Kriegt an dieser Stelle von mir 4 Sterne. Dann der Widderkommandant. Kampfschrei, erhalte 2 Widder mit 1-1 Eifer auf die Hand. Ja, ist halt ähnlich wie der, wie heißt denn der andere, der aus dieser von vom Dunkelmond-Jahrmarkt. Ja, der brennende Autoscooter. Da kriegt man ja auch 2 Fahrgäste mit 1-1 auf die Hand. Der hat aber weniger Stats, der hat dann 1-3, der hat 2-2. Naja, ungefähr der gleiche Effekt. Hat man nicht gesehen, hat man nirgendwo im Spiel gesehen. Es gab jetzt auch keine Eifer-Decks, die darauf ausgelegt gewesen sind, dass man nur noch Eifer-Diener am Deck hat. Finde ich zu schwach. Kriegt an dieser Stelle nur 2 Sterne. Dann geht's weiter mit der 3-Mana-Karte. Bunkeroffizier. 2-4 an Stats. Kampfschrei fügt allen feindlichen Diener einen Schaden zu, wenn euer Gegner mindestens 2 Diener kontrolliert. Ja, ist eine Dienerkarte, die sozusagen als Feldcleaner benutzt werden soll, um kleine Minions zu clearen. Haben die Diener 2 Lebenspunkte, ist er nicht so stark. Es hat auch nur 2-4 an Stats. Ist natürlich eine Idee für Klassen, die keine krassen guten Feldcleaner im Early Game haben, den mit reinzunehmen, wenn der Gegner natürlich das Feld voll spammt. Hat der Gegner nur einen großen Diener auf dem Feld, bringt er gar nichts. Ansonsten ganz okay. Kriegt an dieser Stelle von mir 3,5 Sterne. Dann geht's weiter mit dem grimmtoten Kopfgeldjäger. Kampfschrei vernichtet einen legendären feindlichen Diener. Ja, gab's schon mal. Da hatte man ja, der Großwildjäger war auch so, 3 Mana. Hatte 5-2 statt 4-2, vernichtete keinen legendären Diener, sondern einen Diener, der mindestens 7 Angriff hat. Der wurde früher ganz häufig gespielt, weil da die legendären Diener einfach alle sehr, sehr gut waren. Oder beziehungsweise alle großen Kreaturen, die mehr als 8 oder 7 Schadenspunkte hatten, einfach legendäre Diener waren zu Classic-Zeiten. Den gibt es ja nicht mehr. Der vernichtet einen legendären Diener. Das heißt, man muss ihn auch auf einen legendären Diener ausspielen. Ist eine situationsbedingte Karte. Hat der Gegner gar keine legendären Diener im Deck drinne, ist er nutzlos. Braucht man ihn also eigentlich nicht. Kriegt an dieser Stelle von mir nur 2,5 Sterne. Dann geht's weiter mit dem Huckepack-Wichtel. 4-1. Ja, Wichtel 4-1, Dämon beschwört ein Wichtel 4-1. Ja, was soll ich dazu sagen? Beide halt nur einen Lebenspunkt, kann beides backgepinkt werden. Auch der 4-1-Effekt ist nicht gut, dass man sagt, ey, da muss der Gegner jetzt unbedingt Kreaturen reintraden. Es gibt ja auch diesen, ja, ich sag jetzt mal, Akolyten, diesen Dämon-Akolyten, der diesen 9-1er herbeiruft. Der ist genauso scheiße, kann man überhaupt nicht brauchen. Auch weil es ein Dämon ist, ist er jetzt nicht im Hexenmeister-Dämonendeck gut einsetzbar. Der Todesröcheln-Effekt ist slow, er kostet 3 Mana. Ja, einfach zu schwach. Huckepack-Wichtel kriegt von mir auch nur einen Stern. Dann geht's weiter mit dem Kobold-Zuchtmeister. Kampfschrei, erhalte 2 Rüstungsfetzen auf die Hand, die einen Diener 2 Lebenspunkte verleihen. Das ist cool. Der ist gut geeignet, um Kreaturen auf dem Feld zu buffen. Hat 3 Mana, 2-4 an Stats. Und es sind 2 Rüstungsfetzen, die man anlegen kann. Das heißt, ich kann verschiedene Kreaturen buffen. Sehr, sehr cool. Ist gut geeignet, vielleicht beim Hand-Paladin-Buff sogar Deck mit drin, weil dann kann ich sogar noch Diener buffen, die ich gerne aufs Feld rufen möchte, aber die ansonsten nicht mehr auf der Hand gebufft werden sollen. Finde ich cool als Karte. 3 Mana, wie gesagt, an Kosten, 2-4 an Stats. Wenn der einmal plus 1-1 schon bekommen hat, hat er 3-5, dann ist er gut ausspielbar. Kriegt an dieser Stelle von mir 4 Sterne. So, es geht weiter in die nächsten 6 Karten. Reflektor-Ingenieurin, 3 Mana, 2-4 wieder an Stats, Angriff, Kampfschrei, vertauscht Leben und Angriff aller Diener auf der Hand beider Spieler. Das ist ja irre. Also, diese Karte ist cool, wenn man mit einem Deck spielt, wo die Diener von einem sehr viel Schaden haben, aber wenig Lebenspunkte, um den Gegner zu trollen, sage ich jetzt mal. Das ist cool. Dadurch, wenn man den ausspielt,
verlieren die Diener vom Gegner alle ihre guten Effekte, weil meistens spielt man ja wirklich Diener aus, die mehr Lebenspunkte haben als Angriff, damit man ja die Diener halt länger leben und möglichst auch Zauber überleben. Der Reflektor-Ingenieurin, der kehrt das Ganze um, ist eine Trollkarte und man muss ein Deck explizit darauf auslegen, dass immer die eigenen Diener mehr Angriff als Lebenspunkte haben. Schwierig umzusenden, der Effekt ist ganz cool, finde ich interessant, kriegt von mir an dieser Stelle 3 Sterne. Dann gibt es einen weiteren Mech, Schleckmech, 333, normale Stats, Todesröcheln, friert 2 feindliche Diener ein. Also ist eine Counterkarte gegen Rush-Decks, heißt, den ruft man aufs Feld, damit, wenn er stirbt, er noch die Gegner einfriert. Coole Sache, ja, aber auch nicht übermäßig gebrauchbar, sage ich jetzt mal, muss man nicht unbedingt dabei haben. 3 Sterne. Dann gibt es als nächstes die Schneeblinde Harpyie. Kampfschrei, erhaltet 5 Rüstung, wenn ihr einen Frostzauber auf der Hand habt. Das ist eine Karte, die situationsbedingt für Magier und für den Schamanen sehr gut sind. Denn durch die Frostzauber, man hat sowieso wenig HP, man hat wenig Selbstheilung, kriegt man Rüstung auf die Hand. Es ist eine 3-Mana, 3-4er-Karte, ultra nice, sehr, sehr gut, sorgt dafür, dass man das Spiel länger rauszögern kann, kriegt 4 Sterne. Dann geht es weiter, 3-Mana, 2-5 an Stats. Terror-Wolf-Kommandant, ehrenhafter Sieg, ruft ein Wolf mit 2-2 herbei, Verstohlenheit. Ja, die Karte bringt eigentlich einem auch nur was, wenn man sie auf der Hand bufft mit einem Handbuff, weil 2-5 an Stats für 3 Mana ist zu schwach. Der ehrenhafte Sieg ist natürlich cool, wenn man den aufs Feld ruft und der Gegner hat viele Zweierkarten auf dem Feld. Und der ehrenhafte Sieg sorgt ja dafür, dass man nochmal einen Wolf herbeiruft, wenn man damit was killt. Ja, ist halt sehr, sehr cool. Muss man sich anschauen, ob man den ins Deck bringen kann. Der, sage ich jetzt mal, ist interessant zum Countern vom Piratenkrieger-Deck, weil die Piratenkrieger-Kreaturen haben alle mal 2 Lebenspunkte. Ist sehr, sehr annoying, macht ja keine Freude dagegen zu spielen. Ist eine gute Counterkarte, kann man auf jeden Fall mal in Betracht ziehen. Kriegt an dieser Stelle von mir 3,5 Sterne. So, dann geht's weiter mit Drektar. Drektar hatten wir jetzt schon bekommen. Bevor die Season losging, also bevor das neue Add-on rausgekommen ist, Kampfschrei, wenn dieser Diener mehr kostet als alle Diener in eurem Deck, ruft ihr 2 davon herbei. Ist eine sehr, sehr krasse Karte, weil damit kann man natürlich mit einer 4-Mana-Karte noch 2 theoretische 3-Mana-Karten oder eine 3-Mana-Karte und eine 2er oder eine 2er und eine 1er aufs Feld rufen. Das heißt, 4 Mana ruft 3 Diener herbei, sehr, sehr stark. Ich weiß noch nicht genau, welches Deck man darum spielen kann. Ich glaube, der Druide hat ein Wildtier-Deck, welches man um diese Karte spielen kann. Wenn man den auf der Hand hat, dann ist der sehr, sehr gut. Vor allen Dingen im Early Game und dadurch kann man natürlich sich einen sehr, sehr guten Vorteil rauspushen bei 4 Mana. Finde ich stark. Kriegt an dieser Stelle von mir 4 Sterne. Ja. Dann geht's weiter mit dem Eisklagegeld. Erhält jedes Mal 2-2, wenn ihr einen Frostzauber wirkt. Also 4 Mana, 4-5. Solide Stats. Das sind die früheren Stats vom Eiswind-Yeti. Und ja, wenn man viele Frostzauber halt wirkt, dann wird der immer größer auf dem Feld. Und das ist sehr, sehr cool. Frostzauber frieren die Gegner ein. Das heißt, der Gegner kann ihn nicht mehr angreifen und beseitigen. Sehr solide Karte. Der Eisklagegeist kriegt von mir 4,5 Sterne. Dann geht es weiter mit den 4-Mana-Karten. Wir haben den Frostwolfs Kriegsmeisterin. Kostet ein weniger für jede Karte, die ihr in diesem Spiel ausgespielt habt, in diesem Zug ausgespielt habt. Ja, 4 Mana 3-3 ist nur wahrscheinlich für den Demon Hunter interessant, der ja die Karten verringert und sehr viele kleine Karten ausspielt. Dadurch kann man den in den Rush-Deck mit reinbringen. Ansonsten 3-3 an Stats ist schwach. Wenn man ihn für 0 aus Feld ruft, weil man vorher 3-1er-Karten ausgespielt hat, ist das cool. Und ja, dadurch kann man den natürlich vergünstigen. Für 4 Mana eine 3-3er-Karte rauszuwerfen ist schlecht. Stats sind auch nicht so gut. Die Vergünstigung ist okay. Bringt nur in Rush-Decks was. Kriegt 3 Sterne von mir. Dann gibt es 4 Mana gefrorenes Mammut. Eingefroren, bis ihr ein Feuerzauber wirkt. Ja, nicht viele Feuerzauber sind bei allen Klassen verfügbar. Das heißt, es ist wahrscheinlich vorrangig für den Magier gedacht. Bei 4 Mana einen Elefanten rauszucheaten ist natürlich cool. Dann spielt man bei 5 Mana einen Feuerzauber. Der ist angriffsbereit, hat 6, 7, ist nicht mehr eingefroren und düst den Gegner an. 6, 7 an Stats ist natürlich cool. Man kann ihm auch noch einen Spot geben, eine eingefrorene Diener oder auch
Die Diener, die es zu Classic gab, die nicht angreifen konnten, hat man ja auch mit dem Spott belegt. Dadurch hat man natürlich eine große Kreatur günstig rausgeholt und konnte dann damit natürlich den Gegner trollen. Ja, sehe ich auch als Karte so an. Ist eine Trollkarte, finde ich aber cool. Die Stats sind sehr, sehr gut. Der Effekt mit einem Feuerzauber rauszuholen ist auch nice. Würde sogar noch im gleichen Zug passieren, wenn man jetzt beispielsweise den bei 4 Mana rausspielt und dann spielt man für 0 Mana die Kampfeshitze vom Magier aus, dann hat man bei 4 Mana einen 6-7er aufs Feld gerufen. Das ist sehr, sehr gut. Eine sehr, sehr krasse Karte. Sehr, sehr nice. Kriegt von mir an dieser Stelle 4 Sterne. So. Dann haben wir nochmal zum Thema Frostzauber eine neue Karte, 4 Mana, 3-5. Herold von Lokhola. Kampfschrei zieht ein Frostzauber. Ja, sehr, sehr gut. 3-5 an Stats nicht ganz so geil, aber sorgt dann dafür, dass man vielleicht als Magier für die Questmagier seinen Frostzauber zieht, den man braucht, oder auch als Schamanen Frostzauber, den man gerne haben möchte. Zieht eine Karte immer gut, zieht einen Frostzauber sehr speziell, kriegt an dieser Stelle von mir 3,5 Sterne. Dann geht's weiter mit Korak, der blutrünstige Todesröcheln, ruft Korak erneut herbei, wenn dieser Diener nicht durch einen ehrenhaften Sieg vernichtet wurde. Das heißt, diese Karte ist extrem stark. Sie kommt immer wieder, wenn sie nicht durch einen Silence zum Verschweigen gebracht und zum Stummen gebracht wird oder durch einen ehrenhaften Sieg beseitigt wird. Das heißt, man hat ihn eigentlich dauerhaft auf dem Feld und wenn in den neuen Metadecks keine ehrenhaften Siege mit drin sind, ist diese Karte sozusagen für immer auf dem Feld, wenn man sie ausgespielt hat. Unendlich Value. Ich sage ja immer, bei diesen Karten, die einen dauerhaften Effekt haben, immer automatisch 4 Sterne. Es ist ein 3-5er für 4 Mana. Sehr, sehr gut. Kriegt 5 Sterne an dieser Stelle. Dann geht's weiter mit der Sturmlanzen-Marschallin. Spott kostet ein weniger, wenn euer Held im gegnerischen Zug mindestens 5 Schaden erlitten hat. Das ist schon sehr, 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 sehr krass. Das ist sehr, sehr gut. Die Karte kostet dann 3. Eine 3-Mana-2-6er-Spottkarte ist schon mega gut gegen Rush-Decks. Ist eine sehr, sehr gute Spottkarte, hat sehr, sehr solide Stats für 4 Mana. Diese 6 Lebenspunkte machen den einfach sehr, sehr wertvoll. Man spielt mir jetzt auch wieder einen Handbuffer, also so wie Paladin oder Krieger, dann hat der wahrscheinlich noch mehr Stats. Ultra nice, den Spott, der kostet einfach dann auch noch weniger. Ja, sollte man auf jeden Fall im Deck haben, finde ich sehr, sehr gut. Kriegt an dieser Stelle von mir 4,5 Sterne. Dann geht's weiter mit dem Turmoffizier. Kampfschrei erhält plus 2/2, wenn ihr mindestens 2 weitere Diener kontrolliert. Ja, das ist eine Karte für ein Rush-Deck. Man hat sozusagen viele kleine Diener auf dem Feld und spielt den bei 4 Mana aus, kriegt dann eine 6-6er-Karte aufs Feld. Ist sehr, sehr gut, braucht ein bisschen Vorbereitung. Man muss natürlich halt auch dann den 6er gut ins Spiel bringen. Kriegt an dieser Stelle von mir 3,5 Sterne. Ja, damit sind wir fast am Ende bei den neutralen Karten angekommen. Es geht weiter mit Wander Sturmlanze, den hatten wir auch schon gesehen gehabt, bevor das neue Addon rausgekommen ist. Kampfschrei, wenn dieser Diener weniger kostet als alle Diener in eurem Deck, werden die Kosten um 3 verringert. Das heißt, den spielt man auch beim Todesröcheln Priester oder beim Big Priester aus. Bedeutet, den haut man rein. Man hat ansonsten nur 3er und 2er und 1er Zauber drin. Wenn man den ausspielt, hat man die Möglichkeit, dass natürlich alle großen Karten weniger kosten. Das ist sehr, sehr gut. Man nehme jetzt nochmal diese Monstrosität der Moag oder das lichtgeschmiedete Elementar. Der kostet sonst 6, dann kostet er 3. Das andere kostet nur noch 5. Ultra gut. Der Kampfschrei ist dauerhaft da. Ist für den Big Priest oder Todesröcheln-Priest eine ultra nice Karte. Sollte man auf jeden Fall da drin mit drin haben. Hat den überguten Value, kriegt an dieser Stelle von mir 5 Sterne. Dann geht's weiter mit 5 Mana. Der Blutgardist verleiht euren Dienern jedes Mal einen Angriff, wenn dieser Diener Schaden erleidet. Der Blutgardist sorgt einfach dafür, dass alle anderen Diener auf dem Feld plus einen Angriff kriegen. Ist natürlich sehr, sehr nice, wenn man ein Board schon hat, also ein Feld schon hat, wo ja viele Midrange-Karten sind, vielleicht Karten mit wenig Angriff, aber vielen Lebenspunkten. Sehr, 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 sehr geil. Wenn dieser Diener dann Schaden erleidet, bekommen alle anderen plus einen Angriff. Gehen wir mal vom Bestfall aus. Das Feld ist voll von euch. 6 Diener sind auf dem Feld drauf. Der Gegner konnte die nicht clearen. Ihr spielt den Blutgardisten aus als 7. Diener. Macht auf den selber 1-2 Schaden rauf. Alle anderen haben dann ja plus 2 Angriff. Bei 6 Dienern mal 2 sind es 12 Angriff plus der Grundangriff. Da kann man den Gegner auch one-shotten. Überkrasse Karte. Kriegt an dieser Stelle von mir 4,5 Sterne. Ja, dann haben wir als nächstes die Dauerfeuer-Arkanistin.
Fügt allen anderen Dienern einen Schaden zu, wird wiederholt, falls ein Diener stirbt. Das ist so wie das Entweihen vom Hexenmeister von vor drei Add-ons. Da war es auch so, der Zauber hat halt drei Mana gekostet und hat auch einen Schaden gemacht. Und dann wurde dieser Zauber wiederholt, wenn er was getötet hat. Das ist ein Ultra-Feldcleaner, der mit den eigenen Dienern auch kumuliert, weil er fügt allen anderen Dienern Schaden zu. Das heißt, selbst wenn das gegnerische Feld voll ist und jeder Diener so halbmäßig HP hat und ihr habt nicht genug Schaden, um den wegzukriegen, habt aber noch einen eigenen Diener auf dem Feld, den ihr nochmal pingen müsst, ist das für den Magier eine sehr, sehr gute Karte. Ja, feiere ich sehr, ist sehr, sehr cool. Ist ein Feldcleaner für 5 Mana, 3-4 und man kriegt danach natürlich halt, behält den auf dem Feld, weil alles andere tot ist. Finde ich ganz gut, die Stats sind nicht ganz so solide, kriegt an dieser Stelle 4 Sterne von mir. Dann geht's weiter mit der Kürasserin, Kampfschrei verursacht 3 Schaden, ehrenhafter Sieg plus 3-3. Das heißt, ehrenhafter Sieg ist ja auch ein dauerhafter Effekt. Wenn ich den aufs Feld rufe und ich töte damit einen Gegner, der 3 Lebenspunkte hat, mit dem Kampfschrei-Effekt, rufe ich über 5 Mana einen 6-6er herbei und mache ich danach 6 Schaden, kriege ich dann nochmal 3-3 on top und so weiter. Theoretisch gesehen sind maximal 2 ehrenhafte Siege möglich, weil ich habe jetzt einen 3-3er auf dem Feld, dann habe ich einen 6-6er auf dem Feld und dann einen 9-9er. Genau 9 Schaden zu machen, um nochmal einen ehrenhaften Sieg rauszukriegen, glaube ich, ist nicht möglich. Von daher, ja, sehr, sehr coole Karte, solide mit dem 3-Schadens-Effekt, kann man auf jeden Fall mitnehmen, auch für Handbuff-Paladin sehr gut geeignet. Ja, würde ich auf jeden Fall in jedes Deck nehmen, wo man die Handkarten verbessert, kriegt von mir an dieser Stelle 4 Sterne. Dann haben wir 5 Mana, rasender Hypogriff, Eifer, ehrenhafter Sieg, erhält Windzorn. Ja, 3-7 an Stats, ein Wildtier. Ist für Druide und für Jäger interessant, aber ansonsten wahrscheinlich für keine Klasse, weil dieser Wildtier-Effekt natürlich gut ist. Ehrenhafter Sieg erhält Windzorn, das heißt, ich muss mit dem eine kleine Kreatur töten. Dann hat der 3-7 und wenn es gut läuft, hat der Gegner die gegnerische Kreatur 1-3. Dann habe ich danach einen 3-6er mit Windzorn auf dem Feld. Will ich dann mit dem zweiten Windzorn-Angriff noch eine Kreatur angreifen, die vielleicht stärker ist? Wahrscheinlich nicht. Sondern ich möchte den eher buffen und möchte damit entweder eine große Kreatur töten und dann mit dem ehrenhaften Sieg meinen Windzorn haben, damit ich in der nächsten Runde zweimal ins Gesicht düsen kann. Ja, der Rasenhypogriff 5 Mana, weiß ich nicht, klingt ganz gut, aber sehe ich jetzt nicht so stark an, wie er ja rüberkommt, kriegt von mir an dieser Stelle 3 Sterne. So, dann haben wir Eishufbeschützerin Spott, friert jeden Diener ein, der von diesem Diener verletzt wurde. Ja, ist ein riesengroßer, ich sag mal, Frostelementar. Spott, 6 Mana, 2, 10. Die 10 Lebenspunkte sind ultra gut. Die 2 Angriffe sind sehr, sehr kacke. Der Effekt ist mega. Es ist ein Spott, man kann ihn verstärken. Ja, auch in einem Spott-Worry-Deck kann ich mir den sehr gut vorstellen. Ist eine Common-Karte. Ja, klingt sehr, sehr nice. Einfrieren ist sowieso gut. Wenn der überlebt und man den gegnerische Gesicht angreift, ist das gegnerische Gesicht noch eingefroren. Sehr, 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 sehr cool. Ja, dem Eishufbeschützer würde ich an dieser Stelle 4 Sterne geben. So, 6 Mana, es geht weiter. Es geht weiter, Legionären, 6 Mana. Todesröcheln verleiht allen anderen Dienern auf eurer Hand plus 2-2. Ja, das ist eine Karte, die ich mir gut vorstellen kann im Jägerdeck oder auch im Deck vom Priester, wo die Todesröcheln-Effekte verbessert werden, oder im Deck vom, ja, Schurken. Weil man hat ja auch da diesen Feldeffekt, mit dem man sagen kann, yo, ich nehme dreimal den doppelten Todesröcheln-Effekt mit. Heißt, ich spiele meinen Feldeffekt aus als Schurke, rufe die Legionärin raus bei 6 Mana oder kriege die irgendwie günstiger raus aufs Feld, die stirbt und alle Kreaturen auf meiner Hand kriegen plus 4-4. Übelst nice. Ja, finde ich sehr, sehr stark. Finde ich sehr, sehr gut. Kann man bei Schurke bestimmt mega gut einbauen. Kriegt an dieser Stelle von mir 4 Sterne. Ja, dann geht's weiter mit 7 Mana. Kolossale Eule, Todesröcheln, fügt einem zufälligen Feind 8 Schaden zu. Das ist ja mal mega krass. Also diese Karte finde ich auch sehr, 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 sehr stark. Die hat 8-4 an Stats. Die soll ja auch sterben. Die ist dazu da, große gegnerische Diener zu beseitigen. Und wenn kein Diener auf dem Feld ist, fügt sie auch dem gegnerischen Gesicht Schaden zu.
8 Schaden auf einen zufälligen Feind ist sehr, sehr mies. Habe ich die Eule zweimal im Deck, sind es 16 Schaden. Stelle ich mir vor, ich spiele diesen Wiederbelebungspriest, den Todesröcheln-Priester und rufe die Eule nochmal zweimal bei. Dann muss ich nicht mal Schaden auf das Gesicht vom Gegner machen, sondern rufe mir einfach 4 fette Eulen herbei, töte die einfach, macht 32 Schaden aufs Gesicht vom Gegner. Mega krass. Also diese Eule sehr, 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 sehr stark. 8 Schaden auf einen zufälligen Feind, 5 Sterne kann ich auf jeden Fall nur jedem empfehlen, die mal mit reinzunehmen. Sehr, sehr geil. Ja, dann haben wir Monströser Leutnant. 8 verschlingt am Ende des Zuges einen zufälligen feindlichen Diener und erhält seine Werte. Das ist auch mega krass. 8 Mana, 3-5, vernichtet einen Diener und bekommt noch die Werte on top. Hat der Gegner einen großen Diener draußen, wird diese Monstrosität noch größer. Hat der Gegner kleine Diener draußen, kriege ich nur eine kleine Sache. Beseitige ich vorher alle kleinen Diener mit einem Feldzauber. Auch sehr, sehr gut. Dauerhafter Effekt am Ende des Zuges, sage ich immer wieder, wenn ein Effekt dauerhaft ist, ist es eine ultra gute Karte. 8 Mana mit den Stats ansonsten ist es nicht so gut, aber da ja der Effekt direkt nach dem Ausspielen ja auch stattfindet, am ersten Ende des Zuges, ultra nice. Monströser Leutnant, 5 Sterne, sollte man auf jeden Fall mitnehmen als Hardkiller und finde ich ultra gut. Ja. Dann bleiben noch 2 Karten übrig. Der Trollcenturio, Alpha ehrenhafter Sieg, fügt dem feindlichen Helden 8 Schaden zu. Ist eine coole Karte. 8-8 an Stats, aber man muss natürlich ja dem Gegner dann wirklich 8 Schaden zufügen. Ich weiß nicht, mit welchem Diener, wie man dem Diener 8 Schaden zufügen kann, wenn der Gegner halt keine 8 Schadenspunkte Kreaturen dabei hat. Wenn sich die Meta verschiebt, dass es wirklich viele Big Kreaturen-Decks gibt, ist der Trollzenturier auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Karte, um dagegen zu steuern. Wie gesagt, er hat 8 Schadenspunkte. Man spielt ihn aus, beseitigt dann von mir aus einen 8-8er oder einen 4-8er. Sehr, sehr geil und macht dem gegnerischen Helden nochmal 8 Schaden. Das ist ein Finisher, den kann man im Endgame spielen. Kriegt an dieser Stelle von mir 3,5 Sterne. Ja, und zu guter Letzt kriegen wir Lok'Hohal, der Eislord. Alpha Windzorn kostet 5 weniger, wenn euer Held maximal 15 Lebenspunkte hat. Ja, diese Karte kann man auch in alle Decks mit einbringen, wo man Rüstung drin hat oder sich halt mit Absicht Lebenspunkte abzieht, beispielsweise beim Hexenmeister oder beim Krieger oder generell halt bei Karten, wo man weiß, ey, ich will das Ganze möglichst schnell beenden, möchte möglichst schnell meine 8er Kreatur aufs Feld kriegen. Erhard Windzorn kann 2 kleine Kreaturen beseitigen, gegen Rush-Decks eine gute Wahl. Wenn man ihn auf der Hand hat, kostet er dann 5. Bei 5 Mana schmeiße ich ihn aufs Feld, dann tötet er 2 kleine Kreaturen. Wenn der Gegner ihn nicht beseitigen kann, kann ich danach 16 Schaden ins Gesicht machen. Ultra nice. Lok'Hohal, der Eislord, kriegt von mir an dieser Stelle 4 Sterne. Ja. Wir sind am Ende angekommen. Ein Marathon von Kartenbewertungen ist durch. Wir haben jetzt alle neutralen Karten bewertet. Ich muss sagen, hier sind sehr, sehr gute Schnieke-Karten dabei. Vor allen Dingen die letzten großen Karten sind alle sehr, sehr geil. Alles, was so hier ab 4 Mana losgeht, sei es dieser Korax, sei es der Wandersturmlanze, die Legionärin, die Eule oder die Monstrosität. Einfach überkrass. Ja, gespalten im Brachland wird die Meta aufschütteln und wir werden sehr, sehr viele neue Karten sehen und sehr, sehr viele, ja, neue Decks sehen. Ich hoffe, dass endlich der Piratenkrieger aus der Meta verschwindet. Der hat mich übertrieben genervt und ich habe den richtig gehasst, muss ich sagen. Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, dass ihr gefühlt nur dieses Deck oder das Hexenmeister-Deck mit dem Quest-Hexenmeister gesehen habt. Fand ich extrem anstrengend, hat mir keine Freude bereitet, dagegen zu spielen. Und ja, somit haben wir die finale Meta, bis das neue Hearthstone-Jahr im Februar oder im März nächsten Jahres losgeht. Das heißt, wir haben jetzt 2,5 Monate, 3 Monate Zeit, die neuen Decks anzugucken, die Hearthstone ja zu bieten hat. Freue mich sehr darauf und kann natürlich an dieser Stelle nur sagen, ich hoffe, dass euch dieser Kartenreview gefallen hat. Und ja, dementsprechend machen wir jetzt ganz normal im Livestream weiter. Und somit sind wir am Ende dieses Videos angekommen. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn ihr diesem Video einen Daumen nach oben geben würdet. Abonniert auf jeden Fall den Kanal, dann verpasst ihr keine weiteren Videos, egal ob Hearthstone, Gaming, Technik oder Unboxing. Und wenn ihr dem Ganzen live mal beiwohnen wollt, dann schaut auf jeden Fall mal bei mir auf Twitch vorbei, www.twitch.tv/ozogod und lasst einen kostenlosen Follow da, damit ihr über meine Livestreams informiert werdet. Und wenn ihr jetzt direkt weiterschauen wollt, dann klickt gerne hier rechts oder links auf die Endcard für weitere geile Hearthstone-Videos
Und ansonsten sehen wir uns dann einfach beim nächsten Video wieder. Stay real. Bis dann, euer Ozok. Ciao.